Also wir sind in den Stadtteil Nanterre gefahren. Nanterre ist der Stadtteil, wo das Ganze seinen Ausgang genommen hat. Der junge Nael, der gestorben ist, stammt von dort, von dieser Avenue Pablo Picasso. Dort ist eine Wohnsiedlung, so typisch wie bei uns vielleicht die Großfeldsiedlung. Und dort sind wir hingefahren und dann haben wir gleich gesehen, eben lauter ausgebrannte Autos und haben uns gedacht, da wollen wir mal aussteigen und recherchieren. Vielleicht treffen wir jemanden, der uns etwas erzählt. So war es dann auch. Es ist dann ein Mann zu uns gekommen, der uns ein Interview gegeben hat, der gesagt hat, das ist sein Auto und eben wirklich entsetzt auch darüber war, dass das Wenige, was ihm gehört, jetzt auch noch in Flammen aufgegangen ist. Und ich habe dann halt meinen Aufsager dort noch gedreht und wir sind dann zu unserem Auto zurückgegangen und dann in Sekunden, Bruchteilen von Sekunden, ist es dann passiert, dass eben zwei Jugendliche auf uns zugestürmt gekommen sind, Kapuze, maskiert mit einem Pflasterstein in der Hand und dem Kameramann gesagt haben, er soll die Kamera hergeben sofort. Der hat das natürlich sofort getan und wir sind ins Auto gesprungen und weggefahren zum Polizeikommissar, ja, zum nächsten, um dort dann Anzeige zu erstatten. Aber es war eben ein sehr schockierender Moment natürlich, wenn es dann wirklich einmal so ist. Man weiß ja, es könnte gefährlich sein, aber wenn man dann noch tatsächlich damit konfrontiert ist, da rutscht einem schon das Herz in die Hose. Und was mich aber wirklich am meisten schockiert war, es waren da so umstehende Menschen und eben auch Frauen, Frauen mittleren Alters, Müttergeneration würde ich sagen, und die haben applaudiert, was die Jungen da gemacht haben. Und das finde ich dann schon noch einmal mehr bedenklich. Das sind wirklich sehr dramatische Ereignisse, die Sie schildern. Ist denn jetzt jemand auch verletzt worden oder sind alle heilauf? Nein, niemand ist verletzt worden. Wir haben sofort das, was wir hatten, an uns weggegeben, hergegeben, nicht herumgestritten oder irgendeine mutige Aktion, damit wir was retten können. Nur rein ins Auto und weg. Das war eben der natürliche Instinkt. Welche Gedanken sind Ihnen in diesem Moment durch den Kopf gegangen? Das ist ja wirklich eine Situation, die man sich schwer vorstellen kann, wenn man nicht einmal drin ist. Naja, es ist so, es ist eben, es geht so kurz, es ist so kurz alles. Ich sehe diese Männer auf uns zukommen, ich sehe den Stein in der Hand, ich denke mir, oh Gott, was macht man jetzt am besten? Und die haben aber natürlich sich auf den Mann konzentriert, Gott sei Dank nicht auf mich als Frau, und haben den Kameramann auch angesprochen, weil der hatte die Kamera in der Hand, ich nur das Mikrofon. Und das haben sie eben dann halt sofort weggenommen. Also ich habe dann gesehen, es war ein anderes Team vor uns auch dort und die waren aber zu viert. Also vielleicht war das auch ein Unterschied, dass wir nur zu zweit waren, also dadurch eben bessere Opfer sozusagen. Und dann vor Polizeikommissariat, als ich dort gewartet habe, da war da auch in der Umgebung ein Kamerateam und die hatten sogar auch einen Leibwächter, aber einen Mann aus der Umgebung bei sich, weil ich glaube, ein Leibwächter, ein Polizei als Leibwächter nutzt da gar nichts mehr. Du musst dich da schützen mit den Menschen, die in der Umgebung wohnen. Sie haben gesagt, Sie waren danach auch bei der Polizei. Wie hat diese reagiert, beziehungsweise welche Schritte werden da jetzt auch gesetzt? Wissen Sie das? Naja, es ist halt lang und breit ein Protokoll aufgenommen worden. Das braucht man eben auch wegen der Versicherung. Wäre ein Zufall, wenn Sie diese Kamera nochmal finden würden. Wahrscheinlich passiert jetzt nichts mehr. Die Kamera ist weg und was immer damit passiert. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, ist es, weil die Kamera wertvoll ist, wollen die ein Geld daraus machen. Aber mir ist es eher so vorgekommen, es war eine Trophäe. Egal, was wir in der Hand gehabt hätten, sie wollten uns quasi als Journalisten zeigen, wir sind die Stärkeren. Und ich glaube, um das geht es auch dort die ganze Zeit. Wer hat das Gewaltmonopol? Haben das wir, die Meuterer auf der Straße, oder hat das die Polizei, hat das noch der Staat? Also das ist das Kräftemessen. Hat der Vorfall in Ihnen jetzt auch Angst geschürt? Also würden Sie demnächst wieder nach Frankreich auch in diesen Ort reisen oder ist das vorerst für Sie einmal weg vom Tisch? Nein, also natürlich fahre ich dort nicht hin, weil das so aufregend ist, sondern es war halt mein beruflicher Auftrag, dass ich das machen soll für Servus TV. Und ich fahre da jetzt nicht hin. Ich fahre übermorgen zu meinem Sohn in die USA und ich hoffe, dass es dort ruhiger ist.